Der Sauber Petronas Bolide ist heute zu Testzwecken auch nicht Rundstrecke gefahren, sondern ganz im Gegenteil schnurgerade der Flugpiste von Bourges entlang. Dass heimisches Formel-1-Schaffen auch einmal auf heimischem Boden abrollen kann, ist schön. Allerdings hatte der Hightech-Wagen aus dem Schweizer Stall plötzlich Probleme mit der Innerschweizer Umgebung. Frank Senn über Schwierigkeiten, die in der Luft liegen. Barriere abla. Auf dem Flugplatz Bourges in Nidwalden wehte heute Formel-1-Luft. Die Mechaniker in den Boxen wirbelten herum. Der Motor des Formel-1-Boliden heulte auf. Und die Zuschauer staunten. Das Sauber-Team führte auf dem Gelände des Militärflughafens Bourges Tests durch. Zum ersten Mal auf Schweizer Boden, notabene. Ganz gegen seine Gepflogenheiten ließ es sich selbst der Chef Peter Sauber nicht nehmen, heute Morgen von Hinwil nach Bourges zu reisen. Ich gehe an einen Test, wo ich im Prinzip sonst nie gehen würde. Denn das Auf- und Abfahren auf der Piste ist nicht so interessant. Da braucht es mich vor allem nicht dabei. Aber es ist durch das, was in der Schweiz ist, natürlich sehr medienwirksam. Und da gehe ich gerne an. Ein Pulk von Medienvertretern erwartet Sauber. Ihn interessieren aber zuerst vor allem die Resultate seines Teams, das seit 8 Uhr morgens am Testen ist. Herr Sauber. Herr Rück. Sehr gut, Sauber. Wie geht's? Gut. Schön. Mit bis zu 270 Kilometern pro Stunde rast der Wagen über die Piste, dreht seine Runden. Chef Peter Sauber mit einer Kurzanalyse für die Laien. Er muss ja das Gas behalten, das tönt ein bisschen eigenartig. Denn normalerweise tut man mit dem Rennwagen beschleunigen und tut dann immer aufschalten und ist dann in der hohen Drehzahl. Und jetzt muss er natürlich das Gas stillhalten auf einer bestimmten vorgegebenen Geschwindigkeit. Und das ist ein bisschen ein außergewöhnlicher Ton, den man dann hört. Man hat das Gefühl, es müsste doch etwas kommen, und es kommt nicht. Bauerlusser interessieren solche Details herzlich wenig. Sein Land liegt mitten auf dem Flugplatz Bourges. An die startenden Tiger hat er sich inzwischen gewöhnt. Es ist aber heute das erste Mal Formel 1 wegen jetzt auf dieser Piste. Was haltet ihr da davon? Ja, was ich davon halte, ich schaue da etwa die Rennen, aber was ich verstehe, dass man wegen einmal das Evolid anzieht, das hat mich also schon ein bisschen verblüfft. Könnt ihr es nicht nachvollziehen? Nein, eigentlich nicht, nein. Wir haben das eh voll Lärm. Also, es ist schön, eines zu schauen, aber dass man jetzt, ich weiß nicht, wie weit her, dass die Leute kommen. Aber es tut mir also schon viel. Nur, ich weiß eigentlich nicht recht, was sie machen da. Sagt und tuckert weiter. Denn heute ist Heuet angesagt und das Heu muss ins Trockene. Ganz zum Leidwesen des Sauberteams, das durch Lussers Heu heruntergebremst wird. Der Hauptschmutz momentan, das ist das frisch gemähte Gras. Das liegt auf der Strecke. Und das wird eingesaugt über den Luftschacht. Und dann fängt es sich hinten vor den Kühlern. Und da wird natürlich dann die Kühler werden verstopft, Motor wird zu warm. Also müssen wir nochmal hochnehmen und mal sauber machen. Eine Stunde fahren, halbe Stunde reinigen. Haben Sie schon einmal eine solche Teststrecke gehabt, wo Sie Probleme mit dem Heu gehabt haben? Teststrecke in dem Sinn nicht, aber es gibt viele verschmutzte Rennstrecken. Das ist üblich. Zwar nicht in dieser Menge, aber das kommt oft vor. Einer der Bauernfamilie Lusser will sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Der 11-jährige Sohn Christian. Fasziniert, aber auch etwas ängstlich betrachtet er die Speedläufe des millionenteuren Vehikels. Christian hat Glück und bekommt gleich eine fachmännische Einführung vom Chef selber in die Welt der Formel 1. Zwei Männer beim Fachsimpeln über Formel 1-Boliden. Das ist die Schaltung da. Die Kupplung hat er nicht mehr am Fuß, sondern die Kupplung tut er mit diesen zwei Griffen mit dem Fuß oben. Unten hat er nur noch zwei Pedale. Und das Gas? Ja, auf dieser Seite hat er das Gaspedal da unten. Und auf dieser Seite hat er das Bremspedal. Wie alt seid eigentlich ihr, als ihr euch das erste Mal so richtig für Auto angefangen interessieren? Ja, ich habe mich nie so richtig für Auto interessiert. Einfach ganz normal, wie das für junge Leute ist. Ich kann Ihnen das nicht so genau sagen, ob ich 13 bin oder 14, als ich beim Vater im Auto das erste Mal auf irgendeinem Waldströsschen fahren durfte. Du, Christian, hast du verstanden, was der Herr Sauber erklärt hat? Ja. Schon, dass der am Lenkrad hat,
gut erklärt. Das weiss ich jetzt so aus. Und Gas und Kupplung und... Ja. Mensch, könntest du nicht fahren? Nein. Nein, jetzt nicht. Und dann trennen sich die Wege der beiden. Christian hilft seinem Vater beim Heuet, während die Boliden von Peter Sauber weiter über die Piste heulen.